Nummer 1. Wir hatten hier einen Wasserschaden an unserem Tank irgendwo, beziehungsweise an unserem Frischwassersystem. Und ich habe versucht, dieses Ding hier abzubauen, diesen Kasten, der um den Wassertank ist. Habe es aber nicht spontan hingekriegt und ich habe eine kleine Recherche gemacht. Und in der Hoffnung, dass ich da irgendwie einen Bauplan für das Ganze finde oder irgendwelche Tipps im Internet. Und alle haben immer gesagt, ja, das ist ein großes Problem, wenn man diesen Kasten um den Wassertank ausbaut, dann muss man die ganze Möbelgarnitur hier abbauen oder man muss es auch zerstören. Dann dachte ich mir, okay, bevor ich zu einer Werkstatt fahre, gucke ich mir das nochmal selber an, ganz genau, und versuche es noch weiterhin trotzdem hinzukriegen. Mein Problem war, dass ich zwar einige Schrauben rausgekriegt habe, machen wir mal mit Licht, aber der ganze Kasten ging trotzdem nicht raus. Und zwar habe ich hier unten diese Schrauben rausgekriegt. Das sind drei Stück. Die werden in eine Leiste von innen geschraubt und halten das quasi unten fest. Und dann habe ich diese Schrauben rausgeschraubt, hat sich aber als Quatsch erwiesen. Und das, ich dachte, ich mache nur dieses Brett hier ab. Das hat sich als Quatsch erwiesen, weil hier noch zwei Dübel sind und ich konnte das nicht rausnehmen, quasi hier hoch, aber dann knallt es ja dagegen. Also habe ich sie wieder reingeschraubt und habe dann diese Schrauben da unten abgeschraubt. Das waren fünf Schrauben, die in diesem Schrank sich verbeißen und das Ganze quasi da dran festtackern. Und dann hatte ich schon quasi das hier frei und das da unten frei. Und mein Problem war, dass ich dieses Kästchen hier trotzdem nicht rauskriegen konnte. Man kann es zwar an dieser Stelle anheben, so ein bisschen, aber man kriegt es nicht raus. Und dann dachte ich erstmal, ja, vielleicht ist es hier noch so festgeklemmt, hat es aber trotzdem nicht geklappt, weil ich das Gefühl hatte immer, dass es entlang dieser Leiste hier irgendwo noch Schrauben geben muss, die das Ganze festhalten. Weil das war quasi irgendwie wie so eine Linie, an der ich das anheben konnte, aber hier bewegte sich gar nichts. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe mir mein tolles Endoskop genommen und nach irgendwelchen festhaltenden Schrauben gesucht, überall. Aber keine gefunden, von innen, von außen nicht. Aber ich habe sie letztendlich doch noch gefunden. Und zwar, das zeige ich euch gleich mit dem Endoskop, gibt es drei Schrauben, die genau unter diesem Brett hier, unter diesem Flachbrett, ganz, ganz dicht, man spürt sie nicht mal, wenn man mit dem Finger da reinfummelt. Sie sind aber trotzdem da, weil das Endoskop mir das gesagt hat, wunderbarerweise. Und zwar eine ist hier, eine ist ungefähr da und eine ist nicht wie erwartet hier bei dem Kabelbinder, sondern da. Also das Ganze ziemlich unregelmäßig. Das zeige ich euch jetzt mit dem Endoskop. Und ob ich den Kasten dann rausnehmen kann, wenn ich die Schraubenlocke habe, weiß ich nicht. Dazu muss ich leider, weil so kann ich hier nicht rumschrauben, mit diesem, da verläuft der Schlauch, muss ich Kabelbinder wegmachen und den Schlauch beiseite tun, dann kann ich da rumschrauben. Und ob das Ganze dann klappt, das werden wir dann sehen. Ich kann die Schraube von hier aus nicht einfach so sehen, weil ich das Brett hier habe und das vor dem Kopf. Also benutze ich wieder das Endoskop, um ungefähr das Ganze zu finden. So, da habe ich das. Da ist die Schraube. Neben diesem Kabelbinder in diesem Fall ganz links. So, ich habe die Schraube. Jetzt muss ich sie nur noch rauskriegen. Das ist eine ganz andere Sache, wenn man nicht mal sieht, was man tut. Okay, habe gleich die erste Schraube raus. Ist ziemlich lang. Jetzt kann ich sie sogar mit den Händen drehen. Jawohl. So ein langes Teil ist das. Und davon gibt es noch zwei weitere. Die letzte Schraube ist jetzt aus der Wand rausgeschraubt, aber ich kriege sie aus dem Holz hier nicht raus, weil sie irgendwie schief sitzt. Wie auch immer, das Ganze bewegt sich schon mal, wie ihr sehen könnt. Dann vielleicht kriege ich das jetzt raus. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Hier muss man noch beachten, dass hier noch Kabel dran sind, habe ich ganz vergessen. Da sage ich gerade vorsichtig, vorsichtig, also diese Lampe ist natürlich von innen verkabelt hier. Und wenn man da dran reißt, naja, dann ist alles klar, ne? Diesen Clips wird Annette jetzt rausholen. So, da wurschtelt man mal kurz hier an diesen, das ist so ein Clipverschluss, den muss man reindrücken. Dann kann man ihn hochziehen. Und genau. Wenn man ihn wieder reinmachen will,
drückt man ihn und es macht so einen Clip. So. Okay, super. Und jetzt kann man das Ganze komplett rausnehmen. Okay, ganz vorsichtig und gucken, ob da nicht irgendwas noch dran hängt. Ja, schaut gut aus. Super. Klasse. Tank freigelegt. Jawohl. Okay, also hier haben sie mehrmals reingebohrt, wie man sieht, um diese, um diesen Kasten da hinten zu befestigen. Da ist das Befestigungsloch da und da. Jetzt, da der ganze Kasten weg ist, kann man sich das ganze System viel besser anschauen und schauen, welcher dieser Schläuche denn vielleicht defekt sein könnte. Ja, das ist halt so eine Sache, ne? Notfalls kann man auch den ganzen Wassertank abbauen und das Ganze dann rausnehmen. Aber so kann ich zumindest mit dem Endoskop schon dahinter schauen. Das ging, als der Kasten noch da war, nicht so gut, weil ich da nicht manipulieren konnte. Auf jeden Fall hatten wir, wie ihr auf diesen Endoskopaufnahmen schon gesehen habt, hier Feuchtigkeit unter dem Schlauch bis nach dahin und da hatten wir auch Feuchtigkeit. Und die hat sich bis nach da ausgebreitet. Die hatten wir unter der Matte gehabt. Da haben wir es zum ersten Mal wahrgenommen, als wir zufälligerweise auf die Pfütze drauf getrampelt sind. Was auf jeden Fall lustig ist, habe ich gerade festgestellt, dass dieses Lochband, das diesen Tank ja festhalten soll, an der Wand, hier zwar schön befestigt ist, aber hier nicht. Super, ne? Oder es ist an dieser Stelle gerissen, das werden wir gleich sehen. Da muss ich, glaube ich, auch mit dem Endoskop rein. Jetzt bin ich mit dem Endoskop an der Stelle, wo das Lochband hier links befestigt war vielleicht. Und man sieht hier ein Rest von dem Lochband, hier an der rechten Seite. Und es ist scheinbar, so wie es aussieht, gerissen an der Stelle. Okay, super. Nun gut, jetzt habe ich die Stelle hier gefunden, wo das Lochband gerissen war. Und ich denke fast, dass wir vielleicht gar keinen Wasserschaden aufgrund von Gefrieren hatten, sondern dass dieser Schlauch letztendlich an die Stelle gekommen ist, wo quasi er nicht hätte kommen sollen. Er hätte wahrscheinlich so sein sollen, wäre das quasi richtig befestigt gewesen. So hätte er sein sollen, wäre das richtig befestigt gewesen mit dem Lochband da hinten, so richtig schön tight. Dann wäre er nicht dahin gekommen und es könnte sein, dass es vielleicht sogar irgendwo an dieser Stelle aufgrund von Reibung und so weiter ein kleines Loch irgendwo gibt. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und das müssen wir jetzt alles schön untersuchen. Und hier habe ich eine mögliche Ursache dafür gefunden, warum das Lochband überhaupt gerissen ist, weil der Tank ja hier so eine Aussparung hat. Hier ist ja der Radkasten, da ist das Rad drunter, das Hinterrad. Und das Blöde ist, dass der Tank nicht hier aufsitzt. Hier passt meine Hand rein. Das heißt, das Ganze, wenn man fährt, wackelt, wackelt, wackelt. Und irgendwann mal reißt das natürlich, wenn es zu viel wackelt. Sinnvoll wäre es natürlich, wenn das ganze Ding hier aufsitzen würde. Dann wäre das schon mal besser gesichert. Da sieht man es. Da leuchtet die Nummer rein. Ich habe mir das Ganze nochmal angeschaut und den Schlauch so hingelegt, wie er war. Er war ja so drinnen gerade, als ich ihn rausgemacht habe. Das heißt, diese Stelle, die ich euch gerade gezeigt habe, die wird es wohl nicht gewesen sein. Aber die Stelle, die da im Bereich des kaputten Lochbandes war, oder dieser Bruchstelle, das ist diese dunkle Stelle hier. Und da sehe ich tatsächlich, da sieht man jetzt mit der Actionkamera nicht, aber spüre ich immer so zwei kleine Löcherchen. Na, wenn das Problem hier nicht liegt, wer weiß. Testen wir das mal. Wir machen jetzt einen Wassertest. Und zwar haben wir den Tank hinten nur quasi diesen Fuß aufgefüllt. Da kann man reinleuchten, so dass die Pumpe gerade bedeckt ist. Jetzt werde ich die Pumpe anmachen, so dass quasi Druck auf die Schläuche kommt. Aber es kann auch eine optische Täuschung sein. Von daher, jetzt kommt der Test. Gut, ich mache jetzt mal an. Hier läuft schon.
Wasser. Okay, das Wasser läuft, die Schläuche sind voll und ich sehe nichts bis jetzt, was austritt. Was kommt noch etwas Wasser? Okay, also die Stelle, die ich vermutet habe, da ist irgendwie gar nichts. Hier läuft auch nichts ab irgendwie. Also es ist nichts Offensichtliches. Gut, also 5 Liter Wasser können wir quasi transportieren und benutzen. Immerhin. Das muss man mehrfach machen vielleicht. Mach nochmal. Weil wir haben das ja auch erst nach ein paar Stunden bemerkt. Hier läuft gar nichts ab. Hier, da drunter. Wir machen das nochmal an. Hier läuft auch nirgendwo, ist nirgendwo was undicht. Hier sieht das nicht so aus. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Da auch nicht. Seltsam. Okay, mach mal aus. Was hier noch in Frage kommt, ist da, wo der Frostwächter ist. Da ist eine Schlauchstelle, das könnte locker sein, ist aber nicht. Die ist ziemlich fest und alles trocken. Und auch da vorne fühlt sich alles trocken an. Gut, also das ist schon mal nicht das Problem, so wie es aussieht. Hier ist auch alles trocken. Wir haben jetzt diverse Stellen angeschaut. Und nichts gefunden, also es ist nirgendwo nass. Wir können uns keinen Reim drauf machen, warum das überhaupt hier nass geworden ist. Und wir haben jetzt beschlossen, den Tank hier nicht wieder zu verkleiden, erstmal, und so weiterzufahren. Wir machen den Tank voll. Annette duscht hier noch lecker einmal oder zweimal. Und wir fahren damit so ein bisschen rum und gucken, ob da was nass wird, vielleicht wird sich das erst im Laufe der Zeit zeigen. Das werden wir dann rausfinden. Auf jeden Fall ist das hier so eine Detektivarbeit. Okay, Jungs und Mädels. Also, es sind jetzt ungefähr 1,5 Wochen vergangen, seitdem wir das hier abgebaut haben. Und wir haben kein weiteres Problem mehr festgestellt. Wasser ist nirgendwo ausgetreten. Annette hat hier 2 oder 3 Mal geduscht. In dem Van. Das ist ein Traum. Und die ganzen Schläuche wurden dementsprechend belastet hier auch mit Wasser und so weiter und so fort. Wir sind mit dem Camper auch durch die Gegend rumgefahren. Scheint kein Problem vorzuliegen. Dann werde ich jetzt diese Verkleidung hier einbauen. Was wir aber jetzt noch gemacht haben, ist, ich habe ja euch gesagt, dass dieses Lochband hier ja gerissen ist. Das habe ich wieder neu dran gemacht, dort befestigt und zusätzlich haben wir den Wassertank hier mit Gurtbändern befestigt. Einmal auch wieder in dieser Längsrichtung, noch zusätzlich zu dem Lochband. Und einmal auch so, sodass das Ganze viel fester jetzt hier ist, dass es hier auch nicht nach unten abrutschen kann, quasi vom Gewicht her. Und jetzt baue ich das Teil mal dran und ich würde sagen, ich zeige euch das mal. Im Prinzip muss ich nur die 3 Schrauben da hinten reintun. Das wird der schwierigste Teil sein, weil man da von unten fast nichts sieht. Und 5 Schrauben hier in diese Wand und die 3 Schrauben hier. Und das war's. Mara will mir helfen anscheinend, ne? Nummer 1. Jetzt kommt der schwere Teil, weil man von hier aus nichts sieht. Man kann aber hier die Rille erspüren auf diesem Brett von unten. Und da geht das Loch nämlich rein. So leicht. Jetzt komme ich hier mit dem Schraubenzieher nicht weiter, den dieser Grenze. Muss ich mal austauschen. Also das ist echt Stümperarbeit hier gewesen von Anfang an. Guck mal, wie schief ich es hier machen muss. Es geht nach dahin. Und einfach irgendwie reingeknallt. Ja. Schrauber. Okay, erste Schraube drinne. Zweite ist da.
Okay. Aber es kommt. Ja. Ist schon fast dran. Die letzte Schraube, die habe ich noch stecken gelassen. Die ist hier. Das ist schon mal gut. Dann muss ich den jetzt nicht mehr suchen. Aber fertig. Der Kasten ist jetzt fertig eingebaut. Wie man sieht, wackelt hier nichts. Man kann es nicht hochheben, wackelt nichts. Das Einzige, was ich jetzt noch machen werde, ist hier den Schlauch mit diesen Kabelbindern dort wieder befestigen, wo er befestigt war. Okay. Und jetzt hoffe ich mal, dass der Schlauch jetzt nicht nach da hinten rutschen wird und wieder zwischen dem Brett, den Metallen und dem Tank gequetscht wird. Ja, das ist jetzt prima. Das wird jetzt gut funktionieren. Der ist da letztens runtergerutscht, weil ja der Tank nach unten gerutscht ist, weil er damit nicht festgehalten wurde. Und weil das Lochblech ja gerissen ist. Und jetzt dürfte das passen. Gut, somit bin ich mit der Bastelei zu Ende. Ich hoffe, dass es dem einen oder anderen von euch geholfen hat, wie man dieses Teil abbaut und wieder dran baut. Es ist letztendlich doch kein Hexenwerk. Ciao.